Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Crisis F. In der letzten Folge haben wir gegen drei böse Drachen gekämpft, die uns voll zur Schnecke gemacht haben, bis Espel seinen Tempomodus aktiviert hat und alles geplättet hat, mehr oder weniger. So, wir müssen immer noch einen Ausgang finden. Wir haben 10 Minuten im letzten Part damit verbracht, ihn zu finden, und wir haben ihn gefunden. Jetzt können wir endlich raus, und Gott sei Dank. Und was müssen wir jetzt machen? What's that? That looks like Pascal's communicator. Hold on, I'll get it. It's from Pascal, all right. Likely some pathetic excuse about why she missed the boat. She says Sophie is with her. Aspel, what's going on? Well, the truth is... So she dreads the day we all pass away, and she's left behind. That's so sad. Was there anything else Pascal mentioned? Yes. She also asked us to come to the Amarcian Enclave. She didn't give any specifics, but she wants to tell us something about Fodra. Is that right? Well, it's good timing if nothing else. We need to talk about the monsters anyway. I suppose we should head straight for the Enclave. Lieutenant! The President has requested that you return to Strada and present him with a full report. Ja, so viel dazu. Hubert, are you sure you should be ignoring the President like that? Yes, I'm sure it's fine. My subordinate can make the report as clearly as I. It looks like someone is here to see Pascal again. Oh, what? I'll thank you to keep such ungentlemanly suggestions to yourself. Are you turning down the president's daughter because of Pascal? Wait, what's going on? Nothing's going on. Come on, let's go. Hurry up. Na klar, es wird natürlich wieder nichts peilt. Okay, Leserin der Herzen. Vor allem. Sie merkt sowas bei... egal. Sie merkt sowas bei Hubert, aber nicht bei Espel? So, Tempo! Yes! Ja. Sie hat auch eine gute Tempo. Fähigkeit. Noch ein Kommunikator. Hubert, I get all fluttery when you fix upon me with those puppy dog eyes. I assure you that I was not looking at you, Captain. Ah, of course. Then it must be my communicator. If you'd also like to have one of these, I'm sure Pascal can whip something up. Huh? Let's send her a message right now. No! Captain, wait! Please stop! What? Don't you want one? The mere thought of having to receive that woman's gibberish-filled reports makes me tremble in fear. Makes him tremble in fear. Got it. Message sent. Why did you do that? Just kidding. Captain! Mein Gott, warum werden denn die alle so zu Trolls in diesem Future Arc, Mann? Okay. Wir müssen zur amerikanischen Enklave. Gut, hoffentlich vereint sich unsere Truppe da wieder. Ich weiß das jetzt nicht mehr so genau in- und auswendig. Deswegen, ja. Freue ich mich schon mal. Außerdem sind da Sophie und Pascal, welche, glaube ich, meine beiden Hauptlieblingscharaktere sind. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, irgendwie schon. Danach Future Arc Richard. So, rührselige Reise. I'm so surprised you're still a bachelor, Captain. Yeah, especially at your age. Was that necessary? I mean, you don't have a girlfriend? No. What a waste. Any girl would be thrilled to have someone like you. Oh? So, Sharia, will you go out with me? Huh? Captain, you can't be... not Sharia.
I'm sorry. I have to go. The women who claim you're a catch are always the ones who throw you back. Captain Malik, I can't believe... Relax, it was just a joke. Now go chase after her. Yes, sir. Thanks to those two, I can't help but remember. Even now, I taste the lilac liqueur we drank when we were both stationed at the same Velenik Hotel. How I'd love just one more drink, Aurelia. Ah. Ich wollte gerade sagen, er zieht ja die ganzen Fäden, ey. Da haben wir irgendwie noch was zum Erledigen. Ich glaube, wenn wir das nächste Mal in Julebert hingehen, dann mache ich mal was Bestimmtes. Weil jetzt regt mich jetzt auf, ich kann mir nicht ganz nice sagen, klingen und so was alles herstellen. Ich habe einfach gar keine Dinge dafür, keine Scherben. Aber ich bin zu einer Erkenntnis gekommen. Ob die stimmt, wird sich mal zeigen. Poisson. It's Poisson. Hello, everyone. We've been expecting you. Where are Sophie and Pascal? They're off visiting the Fendel Glacier ruins. Ja, super. We come all this way and she isn't here. That is so like her. Malik im Hintergrund. What are they doing at the ruins? Fendel has soldiers stationed there, but they've suddenly gone quiet. We fear that monsters may have forced their way inside. So Pascal and Sophie went there to see if they could help. Then we'd better follow them. Aber noch nicht so schnell. Weil wenn ich mich nicht irre, dann gibt es in der amerikanischen Enklave jetzt richtig geile Sachen zu kaufen. Die auch, glaube ich, richtig überteuert sind. Aber wir haben 541 Watt. Wo habe ich so viel Geld her? Egal. So, jetzt glaube ich ein neuer Shop geöffnet, wenn ich mich nicht irre. Du bist der normale Shop. Ich will dich nicht, geh weg. So, wie sieht's eigentlich stempelmäßig? Oh, so teuer sind die nicht. Ich habe irgendwie, ja, die kosten sehr viel mehr. Weil jeder hat hier seine Dingens, seine einzigartige Klamotte, außer Richard. Ein bisschen blöd. Ja, irgendwie schon, ne? Verdammt, ich dachte, die wären viel besser. Ja, die kann man gut zum Stempel sammeln hier gebrauchen. Okay, lass mal das. Okay, wenn ich schon mal hier bin, dann dualisieren. Ne, nicht dualisieren. Ich muss erstmal einige Waffen härten. Und zwar, weiß ich nicht. Einfach so auf gut Glück hier was gemacht. So, so wie ich das mitbekommen habe, wer war das noch? Ne, ich wollte erstmal mit Hubert ausprobieren, ob das klappt. Weil ich glaube, die Art der Qualität, ich habe mich damit nie so auseinandergesetzt. Ich habe zwar schon mal alle Quests erledigt, aber trotzdem. Die Art der Qualität, die man herausbekommt, hängt auch irgendwie von der Qualität der vorhandenen Waffe ab. Wenn ich mich nicht irre. Deswegen habe ich die erstmal einmal dualisiert, damit letztendlich wieder eine andere Qualität rauskommt. So, wo war das nochmal? Fendel Gletscher Ruine. Ich hoffe, so wie ich das für mich entdeckt habe, klappt das auch. Sonst wird es nervig. Ich hoffe, ich sehe da nicht schon wieder so Drachen, weil sonst wird es nervig. Egal. Hubert ist ja im Team, oder? Nee, Hubert ist nicht im Team. Mir fällt mir gerade ein. We should hurry. Ja, okay, dann bleibt man nicht stehen. So, dann komm mal rein, damit deine Waffe geerntet wird. Am besten in den nächsten paar Kämpfen. Ich weiß gar nicht, ob die Gegner für getroffen werden müssen oder irgendwie so was. Warte mal, ist hier nicht auch irgendwie was immer? Nee, irgendwo anders. Aber naja. Mal schon rausfinden. Oh, was? So, wieder was. Symphoniezepter, ein Rapier, mit dem der Meisterfechter eine Melodie erklingen lassen kann, die die Welt heilt. Symphonie? Das ist bestimmt nur ein Zufall.
KP-Wiederherstellung. Okay, weniger P-Angriff, mehr C-Angriff. Mehr SK, ja, nehmen wir die erstmal. Bis wir irgendwie eine eindeutig bessere Waffe für ihn bekommen. Wo ist noch was? Salbei, okay. Wenn sich überall die Schätze nochmal neu auffüllen, dann sollte ich mal die ganze Welt hier abkunden. Absuchen meine ich, abkunden. Ja, geil. Ja, neue Wörter hier finden. Nur bei mir, dann die Ruhe-LP. So, dann... ey. Das starke Viecher. Natürlicher Stern. Genau. So. Ich hab... Oh Gott. Hilfe. Chariot. Wo gehst du weg? Ich bin gerade erst aufgestanden. Denn... Sanava. Das gibt's da nicht. Boah, das gibt's doch nicht. Leck, was zum Teufel? Hilfe. Nein, was zum Teufel? Ma, was zum... Oh. Hab ich nach dem Kampf gespeichert? Ma, was zum Teufel? Okay. Dann... Geht nicht nochmal. Alle miteinander. Ja, ist gut. Oh, jetzt muss ich wieder rausrennen. Ey, warum haben die uns so fertig gemacht? So. Könnt mich doch mal. So, noch ein Kommunikator. Haben wir schon. Mann, das war jetzt nicht nett. Da. Da. Mal, war natürlich wieder richtig schön, ne? Und jetzt gehen wir ernsthaft dahin. Fass ich einfach nicht, ey. Wir gar keine Chance hatten gegen die. Vor allem Richard ist zweimal mit einem Schlag kaputt gegangen. Das gibt's da einfach nicht. Zum Glück habe ich nichts gekauft oder irgendwie sowas, oder? Ei. So, upsala. Dann zur amassianischen Enklave. Wieder. So, überspringen. Und zur Fendel-Gletscherruine. So, nochmal. Gibt's einfach nicht. Ich war einfach so zack kaputt. Aber jetzt nicht mehr. Aber wieso ist Richard mit einem Schlag kaputt gegangen? Ist gut, so. Nochmal hier durch. Woher fällt gerade auf, wenn ich Arzt mit Richard einsetze, dann sollte ich vielleicht nicht das Symphoniezepter ausrüsten. Also jetzt nicht, wenn ich nur normal angreife mit dem Arzt. Wäre vielleicht nicht so intelligent. So, immer wieder zweimal Salbei. Und das Symphoniezepter. So. Jetzt hätte ich gerne erstmal einen Speicherpunkt oder so, bevor ich hier weitermache. Gott verdammt, hör auf damit! Warte, jetzt krieg ich wieder zurück. Mann, hab ich euch verarschen. So ein paar pupsige Gegner hier. Warum sind die so? Wir sind Level 79, ja, super. Und wir sind wieder leicht kaputt. Sanava. Ah. Das gibt's doch nicht. So. Mein Gott, Sherry, ja? Das gibt's doch einfach nicht, Mann. Warte mal auf, wenn ihr zu verrecken. Und. So, gehst du mal. Boah, ne? Mein Gott, hört es mal auf, danke. Aua. Lass mich, ich komme ja nicht raus.
Boah, jetzt gehen die schon wieder auf Sharia. Was ist denn los, Mann? So, Richard. Oh mein Gott, wie viele Erfahrungspunkte. Spiralschub geht Espel in den Tempomodus über, werden folgende unterstützende Effekte aktiviert. Gegner können auch am Boden in Zaumen gebracht werden. Es wird von aufnudernden Flammen und er wird von aufnudernden Flammen umhüllt, die Gegner schädigen und Schutz bieten. Werden Gegner getroffen, werden sie in die Luft geschleudert. Jo. Ist also so ein Rundumschutz, den umgibt. Sehr schön, und die Gegner, die machen uns platt. Aber dann auch 5 Gegner auf einmal, hallo? So, jetzt mal nicht. Warte, jetzt komm ich. Mache dich fertig. Mit gegen Verbrennung. Jawohl, Feuerbeast. Warum ist Sharia tot? Gibt's da einfach nicht. Mann. Warum machen wir so wenig Schaden? Das gibt's einfach nicht. Nein, 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 nicht schon wieder. Geh weg. Nein. Angriff geht trotzdem weiter. Ich setze Malekith hier die ganze Zeit Feuerangriffe ein. So. Zum Glück bist du eine Bestie, die gegen Feuer anfällig ist. Finde ich schön. Der wird einfach die Magie ab. Die Krise. Tempomodus-Meisterschaft. Wenn du den Tempomodus aktivierst, bist du knapp eine Sekunde lang unverwundbar und wirst von allen eventuellen physischen Krankheiten geheilt. Da du ihn aktivieren kannst, auch wenn du gerade Schaden leidest, kann er dich in Situationen, in denen er dir K.O. droht, retten. Ja, das ist richtig. Und das kann auch richtig nützlich sein. So, ich hätte jetzt gerne mal einen Speicherpunkt, damit ich nicht mehr überall durchgehen muss. Durch die ganzen Skits und so weiter alles. So, hier kriegt man wieder was. Ein Eiszapfen. Und niedriger als schwer werde ich sowieso nicht den Schwierigkeitsgrad runterstellen, weil das geht nicht. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, außer... Wollte nicht. Doch. Bestimmt irgendwann mal. Kreis angefertigt auf Gnadenwurf klingt. Namen von Eternia. Eternia. Ob das alles nur Zufall ist? So. Was zum Teufel? Ja, schwächer als die Waffen, die wir im Mainark bekommen haben. Die sind Kreis angriffmäßig ein bisschen besser, aber trotzdem. Magische Kata Nummer 60. Angels Kata. Oder Angus. Oh, dann muss dieses Treffen Schicksal sein. Ich glaube, sie ist von Tales of Innocence. Wenn ich mich nicht irre, ich kenne das Intro davon nämlich. So ein meiner Lieblingsintros, ganz ehrlich. Auch wenn ich das Spiel nie gespielt habe. Ey. Ich greife dich an, bleib hier. Und ich habe meine Mystik nicht aktiviert. Ich sag einfach nicht. Jetzt haben die im Schub, ich krieg die Krähe. Er macht diesen Scheiß. Ja, Tiki-Typ da oder was auch immer das ist. Fabulous. Fabulous. So. Ein Riesenschild, okay. Und Cherry hat jetzt auch ihren Tempo freigeschaltet. Gut. Aber ich setze sie ja gleich mal ein. Wenn ich dann setze ich das ein. Die ganzen Tempo-Fähigkeiten sind auch wirklich ein riesig großer Grund, in dem Kampf den Charakter zu wechseln, wenn man diese richtig strategisch einsetzen kann. Richtig schön. Wunderschön. Jetzt machen wir die Gegner irgendwie fertig. Versteht's nicht. So, weiter. Mich gern Speicherpunkt haben. Hier kann man runter. Okay. Da ist eine Truhe. Ganz was haben wir da? Magische Katar Nummer 61. Ricardos Katar. Wieder Kinder. Der ist auch von Tales of Innocence. Wegen dem Intro, das ich kenne. Ja.
Warum nicht? Ergibt sich mir irgendwann mal die Chance, einige andere Teils auf Titel, die schon ein bisschen älter sind, in die Hände zu bekommen. Oh Gott. Wie ich dann auch jetzt playen kann. Auch die etwas älteren hier noch. Und mit dem werde ich dann so vor allem spielmäßig bestimmt genauso viel Probleme haben wie Symphonie, habe ich so das Gefühl. Bah. Ich wollte dich nicht anvisieren, Mann. Ah. Warum sind die Kämpfe jetzt so schwer, ey? Ich hatte auf Chaos in den letzten Spielabschnitt gar keine Probleme gegen die Gegner hier. Und jetzt kriege ich hier voll aufs Maul. Volle Breitseite. Da habe ich fast jeden Charakter mal gesteuert. Mein Gott, warum habe ich denn nicht? Ah, lass mich doch mal. Geh weg. Und Feuerbeast. Das ist effektiv gegen mich, Mann. So, jetzt bist du dran. Wunderschön. Feuerbeast. Brr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 r
Egal. Welche herausfinden, ich werde das bestimmt irgendwann mal ausprobieren. So, ja. Mal. So, es bleibt jetzt auf Max. Ding, 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 ding. Mein Gott. Wie die alle ziehen auf einmal auf mich wechseln. Ich krieg die Krise. Bams. Wie seine Angriffe irgendwie nichts machen. Hey, hier geblieben. So. Hey. So, jetzt müsste da irgendwo ein Speicherpunkt kommen, wenn ich mich nicht irre. Und dann können wir da Feierabend machen. Ne, okay. So. Außer natürlich, jetzt kommt eine Katze oder irgendwie sowas. Das wäre richtig nervig. So, unausgegoren. She makes us come all this way and then. What was she thinking? Come on, are you still talking about that, Hubert? They had more urgent business to deal with than wait for us. Well, of course I know that. And it's all the more reason for her to wait, since she knew we'd be arriving soon. So in other words, you wanted to come swooping in and save Pascal? No, I think Hubert just wanted to be by her side. Circumstances be damned. Wrong, wrong, wrong! I'm just trying to understand why she goes off half-cocked at the slightest provocation. How can someone so smart behave like such a fool? He's worried about her. He is, isn't he? What is up with those two? Is it nur ein Troll im Future Arc? Ja, okay. Dann nehme ich mal an, die befinden sich da, wo der Wolkenis ist. Und wir sehen die dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Grass. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.